Viel Vergnügen. Weiter geht's hier mit Star Trek Infinite. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, es haben unter ein paar Missionen haben wir angenommen. Wir schauen mal uns das hier oben an. Missionsprotokoll. Das sind die beiden, die verschüttelten Partikel. Ja. Im Orbit. Da brauchen wir ein Forschungsschiff im Orbit. Okay. Im System IARA. Das heißt noch nicht das Gouverneurschiff. Das nächstgelegene Forschungsschiff, das keine Mission hat, ist hier vorne. Dann müsste das hier das Aufdecken abbrechen und einmal rüberfliegen. Eins ist sehr weit weg. Das ist hier hinten. Die haben ja zwei vor Ort. Also wenn hier zwei vor Ort sind, eines reicht eigentlich. Da könnten wir eines rüberbringen. Das ist hier vorne. Dann würde ich mit einem rüberfliegen. Nehmen wir die USS Cousteau und fliegen einmal rüber zu den Iaranern, auch wenn es ein bisschen dauert. Hier vorne rein einmal. Die Katarianer oder die Iaraner? Die Iaraner waren das. Das heißt, wir müssen... hier unten hin, ne? Einmal hier hinfliegen. Spezialprojekte untersuchen. Da geht's hin. Und die andere Aufgabe war... Darum kümmern wir uns jetzt. Schiff in Gefahr. Eine Rettung der Gestrandeten. Dafür brauchen wir ein Konstruktionsschiff im Orbit. Und das wiederum ist bei den Katarianern. Das hat im Augenblick noch gar nichts zu tun. Und das ist ein kleines Stückchen weg, aber das hat in absehbarer Zeit nichts zu tun. Oh, mich irritiert, dass hier nicht die Mission angezeigt wird. Vielleicht ist es auch hier. Eigentlich sollte das hier angezeigt werden. Wir fliegen einmal hier hin und gucken dann weiter. Das Kolonieschiff ist im Bau. Auf der Station Utopia Planitia. Welten werden beliefert. Alles klappt, alles klappt, alles klappt. Sehr schön. Da, wo das Ausrufezeichen sei, hier vorne in der Welt. Stimmt tatsächlich. Danke. Das ist das Spezialprojekt. Danke euch. Ja, ist jetzt schon hierhin unterwegs. Dann fliegen wir mal hierhin weiter. Das hat nichts zu tun. Das ist hier vorne. Das hat den Planeten zu Ende besiedelt, genau, zu Ende erkundet. Ja, wir wollen ja andere noch finden, die war eventuell, wo es sich eventuell lohnt, die zu besiedeln. Ne? Hier vorne ist ein Forschungsschiff unterwegs, dann einmal hier unten hin. Diplomatische Beziehungen verbessern. Mit dem Katarian haben wir das gerade nicht gemacht. Da ist ein weiter Gesandter. Da ist aber schon einer unterwegs. Wir wollten einmal noch Erstkontakt machen. Ah, schaut mal. Wir können jetzt, weil die Beziehungen bessere geworden sind, können wir jetzt noch extra Abkommen schließen. Wirtschaftspakte, Forschungsabkommen. Hier bekommen wir beidseitig ein bisschen Geld und zahlen mit Einfluss. Aber Einfluss bekommen wir durchs Kolonisieren. Das fände ich nicht so schlimm. So, und die Beziehung verbessern? Ja? Beziehung verbessern, damit wir die möglichst schnell anschließen können. Danach fällt das dann weg. Unabhängigkeit garantieren geht auch. Es sollte eigentlich noch zu besseren Vorteilen führen, oder? Wir wissen es nicht.
Wir sagen das hier mal. Das kostet 0,37, erhöht alles um 0,25 pro Monat. Und wenn wir das hier machen, 0,18 und 0,1 nur pro Monat besser. Das ist deutlich besser. Wir machen das hier, auch wenn es mehr kostet hier. Wir können das alles machen. Die Abkommen braucht man nicht, aber die beschleunigen halt die, sind die Beziehungen besser und wir bekommen früher das den Integrationsprozess. Einladung zu einem Forschungsabkommen. Oh, wir hatten Ihnen doch gerade einen Vorschlag gemacht. Ist Thema erkundet. Hier vorne. Und hier sind, das sind die Akamara. Ah, okay. Sag mal, zu denen. Wenn wir die in unser Reich reinkriegen würden, das ist noch viel wichtiger. Da einen Gesandten hinschicken oder Erstkontakt oder was, Erstkontakt hatten wir schon. Weil das liegt hier am Reich der Cardassianer. Wenn die Cardassianer sich da schnappen, dann haben wir ein Problem. Das wäre noch viel wichtiger hier. Akamarian-Clan. Das sind die hier. Beziehung verbessern, offene Grenzen, Missionen anfragen, Beziehung verbessern mit diesem Gesandten hier. Beziehung verbessern durch offene Grenzen. Das geht noch nicht, das sind und einmal Unabhängigkeit garantieren. Aber wenn dann die Cardassianer die angreifen, haben wir ein Problem an der Backe, Leute. Sollen wir das machen? Was meint ihr? Sollen wir das machen? Oder alternativ erstmal eine Mission anfragen, noch eine. Superbakterien. Akama 3 erlebt eine rasante Entwicklung von Bakterien. Infektionen durch einen neuen, extrem resistenten Bakterienstamm nehmen in alarmierendem Ausmaß zu. Die Wissenschaftler der Zivilisation haben alle Mittel erschöpft, um diese Infektionen einzudämmen. Sie bitten uns um unsere Hilfe, diesem Pathogen mit jeglichen uns bekannten Mitteln den Garaus zu machen. Stoppen wir den Ausbruch? Ja, natürlich. Wir helfen denen. Bakterielles Wettrüsten. Neues Spezialprojekt ist hier vorne. Dafür brauchen wir. Was müssen wir dafür machen? Das müssen wir erforschen. Dann ist eine andere Forschung in der Society erstmal gestoppt. Und wir müssen das binnen von 11 Monaten schaffen und Zeit haben wir dafür ein Jahr, oder? Mehr als ein Jahr. Sollten wir sofort machen. Es sei denn, die andere Forschung bei der Society ist unmittelbar vor dem Abschluss. Ah, Spock. Spock hat ja einen riesen Vorteil. Wie lange wird das dauern? 7 Monate. Das dauert zu lange. Wir müssen das andere leider vorziehen. Spock. Dein Job, Spock. Spock selber kümmert sich jetzt hier drum, oder? Hat das gerade geklappt? Allerdings zu einem Wirtschaftspakt mit den Karten. Ja, wir hatten den eingeschickt. Sie hatten akzeptiert. Ich glaube, wir haben, das ist so ein Mini-Bug bei den beiden Meldungen. Machen wir jetzt die Forschung? Ja, läuft. Aber warum wird das denn nicht im Forschungsbildschirm angezeigt? Das sollte, das ist gestoppt. Ah, hier steht's, hier unten. Alles klar. Gut. Genau, Spock ist egal, was er erforscht, Hauptsache seine Rübe qualmt. Red Scavenger, da hast du recht. Elk Leistro, danke fürs erste Abo. Grüße an dich, willkommen bei uns. So, was machen wir als nächstes? Ein Konstruktionsschiff hier vorne.
da warten wir darauf. Wir wollten hier... Nee, das ist schon in unserem Reich. Hatten wir hier schon eine Station gebaut? Ja, ne? Nee, hatten wir schon. Wir wollten den Planeten besiedeln hier. Aber dann können wir doch hier Stationen bauen hier. Eine Bergbaustation unter anderem. Ja, haben wir. Und dann wollten wir irgendwo noch... Ja, fertig. Einmal durch damit. Dann gehen wir hier hin. Und holen uns hier noch mehr Mineralien zum Beispiel. Hat er die Station noch nicht gebaut? Doch. Ach, die ist schon gebaut. Das ist grün. Das hier können wir noch machen. Warum geht das nicht? Ach, das war handelswert, ne? Das geht erst dann, wenn wir, glaube ich, hier was besiedelt haben. Den Rest haben wir gemacht. Mehr können wir hier nicht leisten gerade. Mehr ist nicht möglich, wenn ich das richtig sehe. Da sind wir fertig, genau. Dann, wo sind wir noch nicht fertig? Wir wollen hier oben gleich eine Kolonie gründen, ne? Das heißt, da können wir schon mal hinfliegen mit dem Kollegen. Da können wir eine Forschungsstation bauen. Planeten besiedeln. Hier eine Forschungsstation, okay. Ja. Das ist hier hinten. Da machen wir im Augenblick noch gar nichts. Ein Forschungsschiff hier vorne. Hat im Augenblick nichts zu tun. Einmal zu Ende auf... Ne, ist schon zu Ende. Ist schon aufgedeckt, ne? Ist schon alles aufgedeckt. Dann hier hinfliegen. Neue Events. Grenzen geöffnet mit dem Clan hier. Top. Diplomatische Beziehungen wurden verbessert. Ja, wir haben neue Möglichkeiten offen. Der Akamarian-Clan ist der hier hinten. Da haben wir gerade die Mission. Läuft da gerade. Jetzt könnten wir... Da ist doch schon einer. Mehr können wir gerade nicht machen. Wir könnten die Unabhängigkeit garantieren, aber ich scheue mich ein bisschen. Das ist, also wenn die Cardassianer die angreifen, haben wir auch mit denen Krieg. Ach komm, wir machen das, Leute. Wir müssen mal offensiv denken. Wir machen das. Wenn ich Mut aufbringt, der fliegt auch nicht auf die Nase. Mit diesem motivierenden Leitspruch machen wir das hier. Alarm, hier wird immer wieder Alarm ausgelöst. Unabhängigkeit wurde garantiert, das haben wir gemacht. Ebenfalls die Unabhängigkeit hier vorne. Beziehung verbessert hatten wir auch geschafft. Genau, hier haben wir alles gemacht, was geht. Dann haben wir lange nicht mehr die Planeten ausgebaut. Haben wir mittlerweile... Das Kolonieschiff ist noch nicht fertig. Können wir und ein weiteres können wir schon mal in Bau einstellen, damit wir noch einen Planeten besiedeln können. So, das mal machen. Wir stellen mal hier direkt das nächste Kolonieschiff dahinter in Bau. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Nahrung. Die könnten wir uns einmalig mal holen. Wir brauchen 1300 Nahrung dafür. Wir gehen einmal auf den Markt für eine Runde, also für einen Monatswechsel und holen uns noch einmal 200. Kaufen wir uns ein. Kaufen 200. Müssen nur dran denken, dass es nach einem Monat wieder abbrechen. Das war's, genau. Was macht unsere Enterprise, wird im Chat gefragt. Die ist... Wo ist sie denn? Gar nichts. Faule Säcke. Wir hatten gesagt, mit der Enterprise wollten wir so viele wie möglich 5 Systeme erkunden, damit wir Data an Bord bekommen. Das heißt, die Enterprise klappert jetzt mal ein paar andere ab. Einmal hier erkunden, bitte.
Eins. Drei müssen wir noch erkunden. Einmal. Das hier? Keine Ahnung, wissen wir noch nicht, ne? Können wir, da ist der Erstkontakt noch nicht durchgeführt worden. Einmal können wir weiter rausfliegen oder hier unten in die, hier unten weiter ranfliegen. Einmal. Zweimal. Die Leere, die lassen wir weg. Dreimal. Viermal. Ah, das ist mir. Ich finde das zu riskant. Das machen wir nicht. Wir sagen, wir fliegen einfach nur hier hin. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Habe ich aufdecken gedrückt statt erkunden? Echt? Erkunden. 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 Neue Events kommen rein. Botschaft einrichten. Ein automatischer Vorschlag. Ja, stimmen wir natürlich zu. Dann Erstkontakt schon wiederhergestellt. Diplomatische Beziehungen wurden verbessert. Und dann nochmal einmal Erstkontakt bitte mit jemandem, den wir noch nicht kennen. Wir öffnen die Großfrequenzen. Wir sammeln nochmal Einigkeit für den nächsten Vorteil. Ja. Wir zeigen, wie großzügig wir sind und schicken ihnen ein Versorgungspaket. Wir können aber leider im Augenblick keinen Gesandten zuweisen. Der macht gerade andere Geschichten. Hier vorne ist es. Gut, es ist ein Stück weg. Ja, die werden wir sowieso Schwierigkeiten, die zu integrieren. Das ist mir ein bisschen zu riskant hier. Die sind zu weit weg von uns. Das Konstruktionsschiff hat nichts zu tun. Kommunikation hergestellt von der Bosselige Anarchie. Die sind selber schon raumfahrend und nutzen ihre eigenen Erstkontaktprotokolle, um mit uns zu kommunizieren. Auf den Schirm, tun sie es. Energie, Earl Grey, heiß. Sehr schön. Ich warne Sie, Fremder. Weder ich noch unsere Sprecherin Tilly dulden irgendeine Art von Herumschnüffeln in unseren Geschäften und Aktivitäten. Wenn Sie handeln möchten, nennen Sie uns Ihre Anfrage. Wir werden sehen, ob wir sie erfüllen können. Wenn wir es nicht können, raten wir ihnen, unseren Raum wieder zu verlassen. Wir Bosslysen haben mächtige Verbündete. Oh ja, wir freuen uns, sie zu treffen. Wir geben ihnen immer kein Geld. Wir sagen einfach nur, Kommunikation über Bildschirme ist so unpersönlich. Wo sind die denn? Klappt gerade nicht. Klappt nicht. Einmal... Nur das hier. Und wo waren die jetzt? Ein neuer Kriegsgrund. Wo sind die denn? Hier vorne. Da sind sie. Und die haben uns nicht ganz so lieb. Okay. Ah, das sind die, wo die Enterprise gerade durchgeflogen ist. Genau, Fanatic Mock. Da, wo die Enterprise gerade hingehornist ist. Oh, die Ereignisse, Leute, die Ereignisse überschlagen sich immer wieder. Rettung im All. Wir konnten das gestrandete Schiff der Ktarian-Enklave reparieren. Das war eine Mission, ehe der Antrieb explodiert ist. Die Crew dankt uns für unsere schnelle Reaktion. Ohne unsere Hilfe hätte sie das nicht überlebt. Das war hier vorne, ne? Und hier haben wir jetzt irgendwo ein Schiffchen. Das ist die USS Burton. Mit ihr können wir jetzt... Irgendwo anders wieder hinfliegen. Irgend so ein bisschen mittiger. Zur Bava. Hier zu der Sternenbasis hin.
Der Annahme einer Technologie erforscht. Schauen wir uns einmal an. Die Mineralien von Bergbaustationen und deren Forschung. 10% mehr auf alles. Nur nicht auf Tiernahrung. John Gomez ist frei. Forschung von Bergbaustationen wäre das nächste. 10% mehr. Neue Komponenten für unsere Schiffe. Ein Schilddisruptor. Oder das Auto-Phaser-Geschütz. Sollen wir weiter auf Wirtschaft gehen oder auf starke Schiffe, Leute? Also, mehr Bergbaustationen, die Forschung machen, erzeugen dann 10% mehr. Klingt cool, aber wie viel Prozent bekommen wir im Augenblick überhaupt durch Stationen? 17%. 17 Forschung bekommen wir pro Monat im Augenblick. Und davon 10% mehr, da ist vielleicht schon ein anderer Bonus drin, werden, sagen wir mal, zwei mehr. Okay, auf Dauer, danach folgt vielleicht in dem Tech-Tree noch eine andere Forschung, die uns auch hilft, aber ich weiß nicht wirklich. Also mein Vorschlag wäre, wir nehmen das hier, wir haben zufälligerweise jemand, der gibt uns da gerade einen Bonus, dauert lange, ist aber sehr cool und macht unsere Schilddisruptoren dann besser. Unsere Schilde. Beim Beschuss auf fremde Schiffe machen wir 150% mehr Schaden. Und wenn wir betroffen werden, erleiden wir 50% mehr Schaden. Unsere Schiffe sind kampfstärker für einen kleinen Malus, aber es ist ein fetter Bonus hier trotzdem. Und das hier oben würde bedeuten, ja, das ist nicht so cool. Also das ist schon sehr hilfreich. Kein Wunder, dass das so teuer ist. Das würde ich machen hier. Ja? Dann eben die Disruptoren. So, dann halten wir nochmal kurz Ausschau. Nach den nächsten Sachen. Judge of Space meint, das hätte eine andere Bedeutung. Also, dass die Disruptoren gleichzeitig besser und schlechter wären. Was? Wie? Wo? Also, ich verstehe das so. Ja, du hast recht. Das war was ganz anderes. Also wenn wir eine auf die Hülle schießen eines Schiffes, also auf ihren Rumpf selber, dann sind unsere Waffen nicht so mächtig, aber das Schild geht schneller kaputt. Aber das könnten wir ja kombinieren mit irgendeiner anderen Forschung, die extrem stark dann die Hülle kaputt macht und das wir dann zusammenpacken, irgendwas in der Art. Das machen wir. Danke für den Hinweis im Chat. Wir müssen dringend den Nahrungsbonus rausnehmen aus dem Markt. Mir raucht echt mir qualmt der Kopf. Es ist im Sekundentakt kommen hier immer neue Sachen rein. Wir haben noch kein einziges Mal unserer Welten mal angeschaut hier. Kriegsgrund ist da. Das ist mir gerade egal. Erstkontakt erstmal abgebrochen. Machen wir später wieder. System erkundet hier vorne. Coole Planeten hier keine. Einmal ein terraformierbarer Planet, aber kein sehr cooler hier. Ja. Klasse N-Planet. Das ist nix. Das ist ein Satz mit X und mit N. Wir fliegen mal mit dem Forschungsschiff wohin als nächstes. Wir fliegen hier mal rüber. Einmal das System hier erkunden, wie ich. Hier vorne. Job läuft. Erkundung läuft. Genau. Auch unterwegs. Auch unterwegs. Und die deckt nur das Dinge auf. Eigenschiff im Job. Zweites Gunnerschiff hatte im Augenblick nichts zu tun. Und da ist ein drittes. Dem Gunnerschiff. Hier sollten wir eine Mission geben, Leute. Also irgendeinen Auftrag. Sowas wie zum Beispiel, also die Erde boostet der Planet ja schon. Sollen wir sagen, wir boosten, was ist unser zweitwichtigster Planet vom Output her? Was würdet ihr sagen? Was ist die zweitwichtigste Kernwelt, die wir haben? Was ist Waldfee? Lieben Dank, 29. Abonnement hier. Hell, danke fürs 29. auch an dich. Seid ihr gemeinsam hier aufgetaucht? Grüße an euch zwei beide. An Hell 9000, an die Waldfee.
Wo sollen wir, was könnte, was ist der größte Planet mit dem größten Outputs hier? Andoria ist schon gut ausgebaut, erzeugt jede Menge Energie. Andoria ist auf Energie spezialisiert. Wie viele Bürger arbeiten hier? Wo sieht man auf einen Blick, wie viele Bürger eine Welt hat? Hier. Bevölkerung 22, Bevölkerung 22, 23, da starten wir gerade erst. 23 auf Beta Set. Wir könnten Beta Set pushen, weil das war eine komplette Kernwelt, die wir bekommen hatten. Da mit einem Gouverneur hin und da mehr machen. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Das heißt, wir fliegen mit dem leeren Gouverneurschiff, mit dem faulen, inaktiven Gouverneurschiff hier mit der USS Schroffer hier rüber und boosten auf Beta Set die Kernwelt. Welche ist das denn? Was ist denn unsere Kernwelt hier? Hier vorne. Das ist die. Okay. Das heißt, hier fliegen wir hin. Und machen. Betaset ist spezialisiert auf Metallproduktion. Kriminalität senken, Dienstleistung erhöhen. Ja, die Leute, da waren noch zwei Leute da, die waren, glaube ich, Klingonen viel oder wie das Wort da heißt. Wie heißt es, wenn man ein Klingonenfreund ist? Warfo viel heißt das, glaube ich, ne? Also die hingen, glaube ich, den Klingonen nach. Und wir könnten sagen, die waren nicht ganz loyal. Und da könnten wir sagen, folgt uns eher, ne? Drei sind loyal, einer illoyal. Im Verhältnis 19 sind noch nicht so richtig angepasst an uns. Wie ist es denn im Verhältnis zu den anderen Reichen, zu den anderen Planeten? Zum Beispiel hier vorne, nicht angepasste Bevölkerung. Und auf Vulkan, das ist überall so ein bisschen schlimm. Und auf der Erde sind wenigstens da alle loyal, die meisten. Lass uns aber hier rüberfliegen und mal für mehr Loyalität sorgen. Ja? Machen wir das? Ein Klingote. Kein Klingamaner. Peak meint, ein Klingote wäre das. Wir fliegen hier vorne hin. Ein Bit daneben geklickt. Jetzt sollten wir uns dringend mal die Planeten angucken, da haben wir uns lange nicht mehr drum gekümmert und schauen, dass wir unsere Mineralien mal ausgeben.